Hallo meine lieben Freunde, willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hier in War Thunder wieder. Diesmal mit der Stuck, mit dem Stuck 3A, Sturmgeschütz nämlich. Das erste Sturmgeschütz, das man in War Thunder überhaupt bekommen kann. Lustiges Ding, hat 3,6 Sekunden Nachladezeit, also übelst schnell. Und die Panzerung, ja, dem BR geht eigentlich ziemlich gut, so, außer da der Weak Spot. Also wenn man das sieht, da dieses Gebogene oben, also nicht die Platte da, die schräge, sondern dieses Gebogene da, das hat nur 20 mm oder so, das heißt, alles kommt durch, alles. Solange die Gegner nicht so klug sind und genau dahin schießen, hat man kein Problem, sonst schon. Aber für das ist ja auch nicht gedacht, dass er eigentlich Schüsse abbekommt, nämlich. Alter, hört sich das realistisch an, das Geklimper von den Ketten gerade da links. Von dem Typen, von dem T-80. Ich werde mal hier stehen bleiben und wenn ich irgendwann mal endlich was sehe wieder, nach der fucking Arti, kann ich auch schießen. Kacke, kacke, kacke. Bisschen weiter links. Ich komme nicht durch den durch. Kein Durchschlag. Der geht durch. Ja, endlich. Ist bisschen tricky manchmal mit der Round, mit der APG, weil die ist halt wirklich nicht gerade so durchdringungsfreudig, also penetrationsfreudig. Ja, hat nur 50 mm Durchschlag, also ja, kann man sich nicht viel erwarten und langsam fliegt sie auch. Aber naja, ist halt so. Dafür hat sie viel Sprengstoff. Wie viel kann ich euch gleich sagen? Nämlich 102 Gramm. Verdammt viel. Ja, ich werde, glaube ich, ihr gerade. Da ist genau wie, oder? Fuck. Das hätte ins Auge gehen können. Ich fahr weg. Fuck, nur Engine. Fuck, bitte nicht. Ah, kacke. Ich hätte nichts machen können, ich wäre nicht davon gekommen. Ja. Was man auch sagen muss, ich sollte mehr Munition auch mitnehmen. Was man auch sagen muss, der ist halt bei einem Abtier unbrauchbar, der Panzer. Muss man leider sagen. Also, man sieht es gerade, ich habe ein Abtier, nämlich ein fetter Panzer 4G neben mir. Du hast keine Chance, auf dem BR wirklich viel anzufangen. Darum nehme ich mir wieder Heat mit. Klar, ich bekomme nicht den Kill, wie immer. Lebt da noch was? Nö, glaub nicht. Man hat halt keine Chance irgendwie, weil alles auf DBR hat mehr als 50 mm Panzerung, also so ziemlich eigentlich. Und auch eine Gun, die einen selber locker durchdringt. Da haben wir was. Da haben wir noch was Schlechteres. Tja. Wie habe ich das überlebt? Ist hier nichts? Das war nichts. Ich komme nicht durch die Frontplatte. Wie schnell lädt der nach, bitte? Ich komme da nicht durch. Weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, wie ich da nicht durchkomme, weil ich habe 100 mm Durchschlag. Aber... ja. Okay. Da haben wir was. Das ist der... Autsch. Brenne ich? Nö. Ich kann meine gar nicht weit genug rüberbringen. Das war aufgelegt mit Heat. Ich muss jetzt schnell nachladen, bevor der jetzt mich noch finisht. Ich meine, wäre dumm, wenn er mich finisht. Nee, macht er nicht. Sehr gut. Da was vorne? Nö, der smokt nur ab. Flugzeug, aber zum Glück nicht auf mich. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann gegen den nichts machen. Gar nichts. Okay. Sehr guter Treffer. Durchgekommen einmal. Mein letzter Heatshot hat nichts gemacht. Alter, wie schnell haut der ab?
Und denkt sich so, nö, und ist weg. Na, endlich haben die den. Endlich. Also so, die Hobbits und Shermans auf dem BR, wenn man kann. Also, zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Seite von den Deutschen da spielt, wenn man nicht irgendein Panzer 4 mit einer fetten 5, wie kommst du hierher? 75mm Kanone hat, dann kann man nichts gegen den machen. Wie kommst du daher und was machst du? Was ist deine Mission? Und deine? Bitte, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Sehr gut. Haben wir da vorne irgendeinen Sniper? Nein, haben wir nicht. Panzer 3 kommt gerade von hier. Schaut recht clear aus. Ziemlich clear. Ich rate mal, dass jetzt rechts hoffentlich nichts ist. Da. Denn ich stelle mich jetzt mal hier hin und schaue. Kommt da was? Nee. Leer. Aber da wird noch was kommen. Ist jetzt nicht gerade die, soll ich sagen, die englische Art, aber egal. Ich mach's jetzt einfach. Campt jetzt ein bisschen. Wüsste auch nicht, wo ich jetzt woanders hinfahren sollte. Ein Flakpanzer. Ne, der ist schon weiter weg. Der hat sich schnell verschüsst. Ich glaube, die Gegner haben keinen Bock mehr zu spielen. Kann das sein? Und ich sehe keinen einzigen mehr. Sagte er und verpasste den M22. Kacke. Wäre ein easy kill gewesen, aber... Was soll man tun? Genau, wenn ich nicht hinschaue, kommt er. Das war eh klar. Papa, da ist wer. Wie, was heißt hier No Penetration? Ja klar, und jetzt treffe ich nichts. Eh klar. Was heißt denn No Penetration? Ich hoffe mal, der weiß nicht, dass ich da bin. Was haben wir hier? Okay, nee, da komme ich nicht durch. Was ist das? Keine Ahnung, ich habe ihm nicht mal wirklich viel Schaden gemacht. Den könnte ich killen. Ja, klar, okay, das war dumm, das war dumm, das war sehr dumm. Das, Smoke. Autsch, sie kommen nicht durch. Mehr Smoke. Der B1 Ter macht mir Angst, der da ist. Okay, die Flak ist tot. Die hat mich nämlich komplett zerreißen können, theoretisch. Aber der ist zum Glück weg. Der B1 Ter, da komme ich nicht durch und ich habe nur 5 Schuss, kacke. Ja, es kommt davon, wenn man so eine hohe Lachladezeit hat. Ich meine, ja, kann aber auch nicht wirklich viel mit den Schüssen machen, bin ich ehrlich. Ich habe 4 Kills und bin Platz 2, das ist schon traurig, oder? Das ist schon leicht traurig. Der lebt noch, der lebt noch, der lebt immer noch. Klar. Er hat meinen Kühler kaputt gemacht. Ich koche gerade. Mach mir jetzt Tee hinten drin. Wie lange hält der Motor das aus? Weil der geht noch nach einiger Zeit kaputt, nämlich, soweit ich weiß. Und das ist nicht geil, weil dann kann ich noch länger nachladen. Reparier, reparier, reparier. Besser die 4 Sekunden reparieren als dann irgendwie so 15 oder so. Ich schätze, wie das von hier kommen, aber ich komme nicht durch den Tuch. Ich habe 4 Schuss. Da ist ein Crusader. Nicht durch. Der ist mir entfleucht. Ja, okay. Was war das? Da ist ein Durchgang, stimmt. Mann. Komplett vergessen. Ich smoke ab.
So, eine Smoke habe ich, glaube ich, noch. Oder? Keine Ahnung. Auf mir ist er. Ne, ich habe keine Smoke mehr. Wieso auch immer. Haben sie ihn gekillt? Nee. Nö. Komm bitte, 7M. Tu was. Ich dreh. Komme ich nicht durch. Mein letzter Schuss. Mein fucking letzter Schuss. Ich habe keine Muni. Ich habe keine Muni. Da. Ich helfe ihm. Ja, er hat ihn gekillt. Er hat ihn halt wirklich noch gekillt. Das war wirklich eine Scheißsituation, wirklich. Okay, da kommt der nächste. Was ist das? Ist das Dark Souls, was ich gerade spiele, oder Warfand? Sorry, aber ich muss weg. Tut mir wirklich leid. Fahr. Ei. Aber ich bin wenig. Okay, ich zahlen muss ihm wahrscheinlich den Panzer. Aber er hat nicht den Kill bekommen. Immerhin. Ja, 4 Kills, 2 Assists, geht ganz gut in Ordnung. Ich würde sagen, ich lasse das Video jetzt so für heute stehen. Ist ein lustiger Panzer, 3,6 Sekunden, wenn man geupdatet wird, ist das Arsch. Ganz einfach mit dem. Also, hoffen, dass man nicht geupdatet wird, dann macht er Unmengen Spaß und dann durchdringt man alles. Jedoch hat man das gerade nicht gesehen, drum, ja, Wurfeffekt so. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Das würde mich sehr, sehr freuen und den Kanal verdammt unterstützen. Habt einen schönen Tag und wir sehen uns heute in Minecraft und morgen wieder in Warfunder. Ciao!